Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Besser gesagt, dem Finale der BWL Guide Reihe. Und eins will ich euch schon mal sagen. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid und den Schoßhund namens Chromagus in die Schranken gewiesen habt, habt ihr gefühlt schon das Schwerste geschafft, da der letzte Bossfight gegen Nefarian koordinativ dem Hündchen nicht das Wasser reichen kann. Das Wichtigste an einem Kampf ist es, genau zu wissen, was wann passiert. Die Umsetzung ist jedoch nicht allzu schwer, meiner Meinung nach. Falls ihr mich kostenlos supporten wollt, dann lasst mir noch mega gern einen Daumen nach oben da. Vielen Dank auf jeden Fall. Der Kampf gegen den Sohn von Todesschwinge und dem Herrscher der Blackrock-Spitze Nefarian ist in drei Phasen unterteilt, die definitiv schwerer klingen, als sie eigentlich wirklich sind. Zieht auf jeden Fall zuallererst mal euren Onyxia-Schuppenumhang an, nicht nur die Tanks, sondern wirklich jeder in diesem Bosskampf. In Phase 1 teilt ihr dann den Raid in zwei Gruppen und positioniert euch vor den beiden Ausgängen. Dort spawnen jetzt pro Ausgang zwei Arten von Adds. Einmal prismatische Dragoniten, die etwas mehr HP haben und etwas resistenter sind. Diese kommen immer auf beiden Seiten, sowie eine von fünf Farben an Dragoniden, wo jeweils eine davon auf einer Seite kommt. Die roten machen einen Feuer dort und sind feuerresistent, die blauen verursachen Frostschaden, verbrennen Mana und sind frostresistent, die schwarzen machen Feuerschaden und sind feuer- und schattenresistent, die grünen betäuben kurzzeitig und sind naturresistent und die bronzenen verringern eure Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit und sind arkanresistent. Tankt die am besten etwas mit dem Rücken zur Gruppe, da sie die meisten Fähigkeiten kegelförmig nach vorne ballern. Die jeweilige Farbe der Gegner ist auf die ID festgelegt und bleibt gleich. Pro Ausgang gibt es nur eine Farbe. Solltet ihr euch vor einem Ausgang befinden mit Gegnern, die gegen eure Zauberklasse immun ist, rotiert ihr mit Absprache mit den Leuten beim anderen Ausgang. Seid ihr zum Beispiel ein Hexenmeister oder ein Schattenpriester und an eurem Ausgang kommen die Schwarzen, welche schattenresistent sind, dann tauscht ihr einfach mit allen Magiern der anderen Gruppe. Diese rennen dann einfach zu eurem Ausgang und ihr rennt rüber. Im Hintergrund haut euch Nefarius noch ein paar Schattenblitze um die Ohren und Mind Control Spieler. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, durch Out-of-Sight-Laufen vermeiden. Sobald insgesamt 42 Dragoniden getötet sind, erscheinen keine neuen mehr. Stattdessen wird Nefarian in seiner Drachenform heranfliegen und nach wenigen Sekunden am Balkon angekommen sein und den kompletten Raid in eine Schattenflamme hüllen. Spieler ohne Onyxia-Umhang sterben hier zwangsläufig. Nefarian emotet, wenn das passiert, macht euch also bereit. Der Main-Tank und zugleich einzige Tank des Kampfes sowie ein bis zwei Heiler können schon ein paar Sekunden im Vorfeld loslaufen. Ihr habt jetzt außerdem noch ein kleines Zeitfenster, in dem ihr trinken könnt. Die Midis stehen an seinem hinteren Fuß vor dem Heiler und Ranged in die Camp. Nefarian wird mit dem Kopf zum Abgrund getankt. Das Camp steht rechts von der Säule. Die Ranged-IDs können sich jetzt noch in ihre jeweiligen Klassen aufstellen. Macht das Ganze einfach bei den Klassenrufen, welche ich gleich noch erkläre, etwas übersichtlicher. Die Magier am besten bei der Säule, mittig die Heiler und irgendwo rechts als Vorschlag die Hexenmeister. Nun beginnt Phase 2 des Kampfes, in der Nefarian selber bekämpft werden muss. Er ist wie die meisten Drachen vorne äußerst unangenehm dank Spalten und hinten schleudert sein Schwanz die Spieler weg, kennt man ja auch von anderen Drachengegnern wie zum Beispiel Onyxia. Seine Schattenflamme macht 3000 bis 5000 Schattenschaden. Zusätzlich belegt er das nächste Ziel bzw. den Tank hin und wieder mit einem Fluch, der die Heilung sehr stark reduziert, muss also direkt entflucht werden. In unregelmäßigen Abständen von etwa 25 bis 35 Sekunden wirkt er einen Fruchteffekt auf alle Spieler in 30 Meter Reichweite. Shammies hier tot umstellen und Allianz Zwergenpriester in Fruchtschutz auf den Main Tank. Der Tank muss hier sonst halt kurz etwas in seiner Haltung tanzen und mit der Bersi-Haltung die Frucht zu umgehen. In ähnlichen Zeitabständen wie auch der 4 ruft er eine bestimmte Spielerklasse aus, die für eine Zeit mit einem, ich nenne es mal negativen Effekt versehen wird. Das sind dann die sogenannten Klassenrufe. Schaut also unbedingt in euer Deadly Boss Mods Addon rein. Lasst uns die Klassenrufe, welche alle 30 Sekunden jeweils alle Spieler einer Klasse betreffen, aber einfach mit einem Schnelldurchlauf durchgehen. Jeder Spieler muss wissen, was hier passiert, dann habt ihr zumindest schon mal die halbe Miete des Kampfes. Die Krieger werden in die Berserkerhaltung gezwungen und da leiden nicht 10%, sondern 30% mehr Schaden. Sollte also der Kriegerklassenruf angekündigt werden, den Maintank sofort schilden und overhealen. Die Druiden werden in die Katzenform verwandelt und können nicht mehr heilen. Magier müssen jetzt entfluchen. Die Priester machen mit ihren Heilungen Schaden, heilen in Anführungsstrichen also sofort einstellen. Ihr könnt allerdings noch schilden und erneuern. Bei den Jägern zerbricht die Fernkampfwaffe, also entweder einen Rapbot davor stellen, mit einem Magro, welches ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, die Waffe ablegen, beziehungsweise mit einem Addon namens Neff Hunter Helper die Waffe ins Inventar packen. Macht dasselbe wie das Magro und findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Gegebenenfalls auch einfach eine zweite Waffe dabei haben, auf die ihr während dem Jägerruf dann einfach switcht. Die Magier verwandeln zufällige Spieler in Kühe, Giraffen und Maden. Man kann jetzt out of sight hinter die Säule gehen, allerdings bringt das auch nicht so viel. Geht trotzdem ums Eck, dass zumindest nicht der Main Tank geschiebt wird. Die Druiden müssen jetzt unbedingt entfluchen.
Die Priester und Paladine hierbei direkt das Displayen der Verwandlung anfangen. Die Warlocks beschwören jeweils zwei Infernals, direkt einfach alle hin- und wegbomben. Ein Off-Tank am besten fix an euch binden. Allzu viel können die aber wirklich nicht. Schurken werden vor die Nase von Nefarian geportet. Der Main-Tank zieht Nefarian jetzt einfach Richtung Camp, sodass die Schurken nicht die Schattenflamme bzw. Cleave abbekommen. Bei den Shummies werden Totems gestellt. Am besten alle DPS darauf fokussieren, vor allem die Feuertotems müssen direkt weg. Paladine sprechen automatisch Segen des Schutzes auf Nefarian. Er ist somit immun gegen Nahkampfschaden. Ranged ihr jetzt einfach mal fix auf eure Agro aufpassen. Ab 20% geht dann die nächste Phase los. Ihr stoppt allerdings bei 21%, wartet noch den nächsten Klassenruf ab und legt dann erst los. In Phase 3 belebt er alle seine gefallenen Drakoniden als Skelette wieder. Euch rennen jetzt also 42 Mobs von den beiden Ausgängen, welche ihr in Phase 1 getötet habt, entgegen. Ihr sammelt euch alle im Ranged ED und Tyler Camp, die Jäger legen im Vorfeld Frostfallen und eure Off-Tanks ziehen bei Ankunft der Mobs Schildwall und machen Massenspott, bis die Mages alle mit einer Eisnova einfrieren und alle AOE-Klassen ballern jetzt, was das Zeug hält. Hier bietet sich an, das Wasser aus Stratholme mitzunehmen, mit diesem kann jede Klasse reinbomben, was geht. Auch Ingenieure haben das ein oder andere Flächenzauberspielzeug, um die Skelette wieder dorthin zu schicken, wo sie hergekommen sind. Auf Allianz-Seite könnt ihr den Mages ganz entspannt noch den Segen des Schutzes geben, dann können diese keinen Schaden ziehen. Als Hordler könnt ihr einen begrenzten Unverwundbarkeitsdrang schlucken. Teilt eure Heiler in dieser Phase ein, sodass der Main-Tank weiterhin genügend Heal bekommt. Sind diese gebombt, geht es wieder auf Nefarian, bis dieser ebenfalls den kalten Boden des Packschwinghortes küsst. Zusammengefasst, bildet in Phase 1 zwei gleich starke Camps. Sollten bei euch Adds spawnen, die gegen Schatten oder Frost immun sind, tauschen die Mages mit den Warlocks und Schattenpriestern die Seite. Sind 42 von diesen erledigt, landet Nefarian und knallt seine Schattenflamme raus. Umhang nicht vergessen, sonst seid ihr jetzt tot. Jetzt starten die beschriebenen Klassencalls. Magier und Druiden unbedingt den Tank entfluchen. Ab 21% nochmal den letzten Klassenruf abwarten, anschließend die anstürmenden Skelette von den Tanks mit Schildwall und Massenspott abfangen lassen, die Mages setzen jetzt alle mit einer Frostnova fest und ab geht die AOE-Schlacht. Die anderen Spieler können mit Wasser aus Stratholme reinbomben. Sobald diese tot sind, die letzten 20% runterzergen und ja, fertig, das war's. Allgemein ist der Boss nicht wirklich schwer, wenn man weiß, was einem erwartet. Das Wichtigste ist einfach das, dass jeder Spieler weiß, was die Klassenrufe machen. Ich habe euch diese auch nochmal in die Videobeschreibung gepackt, dann könnt ihr dort das Ganze einfach nochmal durchlesen. Ich hoffe, euch haben die Guides rund um BWL gefallen. Schreibt mir doch super gerne mal Feedback in die Kommentare und lasst mir doch mega gerne einen Daumen nach oben bzw. ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß bei Nefarian und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.